Hi Leute, schön, dass wir uns heute wiedersehen können. Voll cool, dass ihr euch heute die Zeit nehmt für das heutige Video. Und auch wenn Noreen gerade nicht neben mir sitzt, soll ich euch schön grüßen von ihr. Zugegeben, es fühlt sich ein wenig so an, als ob es gestern gewesen wäre. Es ist so heftig, wie schnell die Zeit vergeht, aber wir füllen sie auch mit vielen coolen Momenten, was es wieder zu einem großen Vorteil macht. Fast ein Jahr ist mittlerweile vergangen, seitdem wir aus unserem Tiny House gezogen sind. Erinnerst du dich noch? 28 Quadratmeter Wohnfläche, die wir damals hatten und zack, raus in ein neues Leben. Ja, wir haben uns als Familie komplett neu aufgestellt. Eine neue Umgebung, neues Haus, neue Chancen, neue Nachbarschaft, aber ganz tief in uns immer noch die gleichen Werte wie damals. In letzter Zeit haben wir uns auch echt jede freie Minute Zeit genommen, um, ich sag mal, die letzten Projekte hier im Haus fertig zu bekommen, aber auch im Garten so, naja, ansatzweise so eine gewisse Grundstruktur reinzubringen, damit man einfach weiß, wo was hingehört. Es ist noch nicht perfekt, auch noch nicht alles fertig, aber darum geht es uns auch gar nicht. So schön wir unsere neue Base aber irgendwie auch eingerichtet haben und mit ganz viel Liebe und Zeit auch gestaltet haben, es war ein ganz schön heftiges Struggle bei uns auch im Kopf, ja, die letzten vier extrem besonderen und achtsamen Jahre hinter uns zu lassen, so von jetzt auf gleich. Denn das, was wir hier auf YouTube mit euch teilen dürfen und auch auf unserem Instagram-Profil, spiegelt ja nur das wider, was man so auf der Oberfläche sieht. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das, was hinter der Kamera passiert, das ist nochmal so viel intensiver und heftiger und geprägt von unzähligen Entscheidungen und Emotionen. Und da kommen natürlich noch die ganzen Herausforderungen dazu, ja, denen wir uns als Familie im Alltag auch irgendwie stellen müssen, aber ja, zum großen Teil natürlich auch wollen. Und jetzt, fast ein Jahr später, ist mal Zeit, den Status quo ein wenig zu reflektieren und auch mal ein paar Fragen in den Raum zu werfen. Fühlen wir uns wohl in unserer neuen Heimat? Ist alles so eingetreten, wie wir uns das anfangs vorgestellt haben? Auch eine super wichtige Frage. Und bleiben wir im Schwedenhaus? Darüber sprechen wir heute. Macht's euch bequem und schnappt euch was Gutes zu trinken. Du musst dir mal vorstellen, dieser Switch von 28 Quadratmetern plötzlich auf 110 Quadratmeter. Das klingt für viele vielleicht total verlockend. Wir haben aber festgestellt, dass Kleinleben und Kleinwohnen durchaus seine krassen Reize haben kann. Und diese, also es war wirklich so eine spürbare Leichtigkeit, eine räumliche Leichtigkeit im Tiny House vorhanden. Alles war so übersichtlich und egal, wo du hingeguckt hast, es war alles so einfach. Ja, so sehr einfach. Und das hat unsere Wahrnehmung im Alltag total klar gemacht und uns frei gemacht von vielen Gedanken, und natürlich uns auch gewisse Fragen beantwortet, die wir vorher hatten. Und mit dieser starken Erkenntnis, sind wir damals aus dem Tiny House gegangen. Und das hat uns ja bis heute einfach extrem geprägt, im Positiven. Wir haben wirklich Tage und Nächte mit der Frage verbracht, was wollen wir eigentlich? Und was ist auch für unsere Kinder in den nächsten Jahren wichtig und gesund und gut? Ich meine, wir haben unser Haus, wir haben den Garten, alles ist okay und cool. Und tief in uns, ganz tief in uns, sind wir aber immer noch diese Abenteurer, ja, die den Reiz brauchen, dieses Kribbeln. Vielleicht kennt ihr das Feeling aus eurem Leben. Ich würde es vielleicht auch Droge nennen, die Droge nach Sehnsucht, nach Leben. Ja, ich meine, wir haben unser Haus und vielleicht denkt man, wir sind jetzt total konservativ eingestellt, aber das ist genau das Gegenteil. Das ist eben auch das, was uns als Familie ausmacht, schon seit vielen Jahren. Wir sind wirklich stolz, dass wir das eben auch durchziehen und uns immer wieder nicht aufraffen, sondern uns einfach bewusst die Zeit für genau solche Abenteuer nehmen im Leben und nicht nur hinterm Rasenmäher verstecken und das sind nicht wir. Ja, mit der Zeit haben wir dann auch viele neue Connections um uns herum geknüpft und auch die Gegend für uns erkundet, was aber wirklich nur ganz gut möglich war durch unsere Neugier, dass wir immer wirklich offen für Neues sind, bewusst reingehen, auch bewusst einen neuen Lebensabschnitt zulassen, auch wenn es manchmal bedeutet, wirklich bei komplett Null anzufangen. Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, ihr habt jetzt mehr Wohnfläche, also auch viel, viel mehr Platz für Sachen, für Dinge, die ihr da reinstellen könnt. Das ist vielleicht richtig, also wir nutzen hier wirklich diesen mehr an Raum, den wir jetzt haben, um uns mental zu stärken und auch kreativ mehr zu entfalten. Das ist alles ein bisschen luftiger. Aber wir haben damals eben auch sehr, sehr gut gelernt, ohne Kompromisse, ohne irgendwelche Nachteile, dass dieses weniger von allem auch sehr gesund sein kann für deine mentale Stärke. Und deshalb legen wir auch heute noch großen Wert auf ein minimalistisches, aber auch ein sehr einfaches Leben, ohne Schickimicki, ohne Schnickschnack, um den Fokus auf das Wesentliche eben auch möglichst scharf zu halten. Wir missten auch weiterhin aus, nicht nur den Besitz, den wir haben, sondern auch ja, die negativen Beziehungen, die uns einfach nicht gut tun, von denen wir uns auch lösen wollen. Und wir verschenken auch weiterhin nicht mehr benötigte Kindersachen und kaufen das, was unserem täglichen Bedarf entspricht. Alles andere wäre Zeit, Geld und vor allem auch Ressourcenverschwendung. Was ist eigentlich deine persönliche Motivation, dein Leben minimalistisch und leicht zu gestalten? Für uns ist es definitiv der Zeitgewinn, aber auch die finanzielle Entlastung, die es uns ermöglicht, eben den Lifestyle zu leben, den wir lieben und leben. Aber was ist eigentlich deine Motivation, jeden Tag dafür einzustehen, für deine persönlichen Werte? Ja,
Ja, auf Instagram habt ihr uns auch ein paar Fragen zukommen lassen. Vielen, vielen Dank dafür. Eine davon war echt interessant. Was habt ihr aus dem Tiny House damals mitgenommen und bis heute beibehalten? Das ist eine gute Frage, weil sie auch komplett den Rahmen des heutigen Videos sprengen würde. Aber um es wirklich kurz und knackig zu machen, zum einen sind es natürlich die Werte als Familie, die wir hier wirklich ausleben und genießen. Also die Art von Lifestyle, die wir heute einfach leben, da geht nichts drüber. Und damit verbunden auch mehr den Fokus auf die Lebenszeit, die wir haben, als auf das Geld. Also versteh mich bitte nicht falsch, wir müssen alle Geld verdienen, unsere Brötchen verdienen. Aber dann haben wir natürlich auch unsere Träume und Wünsche, die wir uns irgendwie erfüllen wollen. Und dazu braucht man eben auch Geld. Geld ist aber für uns eher so Mittel zum Zweck. Also das, was wir damit uns ermöglichen können, das steht für uns im Vordergrund. Worüber wir aber wirklich sehr, sehr happy sind, ist die Tatsache, dass wir auch ein Jahr nach dem Tiny House immer noch zu viert bzw. zu fünft uns ein Bett teilen, also ein Familienbett haben. Darüber haben wir auch bereits ein Video veröffentlicht, das findest du hier oben. Und wir wissen auch von einigen Mamas und Papas, dass sie es bereits so mit ihren Kindern auch im Alltag umsetzen. Daumen hoch auf jeden Fall dafür und eine warme Empfehlung von uns an jeden, der zumindest schon mal darüber nachgedacht hat, sich mit seinen Kids ein Bett zu teilen. Wir sind übrigens der Meinung, dass wirklich absolut jeder das tun darf, was ihn erfüllt. Und wenn du sagst, hey, die Idee von einem Familienbett ist voll mein Ding, auch wenn die Menschen um dich herum vielleicht nicht ganz deiner Meinung sind, go for it und geh deinen Weg. Aus unserer Sicht ist die Anschaffung des Familienbettes ja so die wertvollste Errungenschaft oder Erkenntnis, die wir erlangt haben im Tiny House, aber jetzt hier auch im Schwedenhaus. Und wir haben uns dabei von keiner externen Meinung irgendwie reinreden lassen. Wir haben einfach gespürt, dass es das Richtige ist und uns auf den Weg gemacht. Und das solltest du auf jeden Fall auch tun. You got the white knuckles holding on a tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for a collision in the night, to really live you gotta die. Was übrigens auch sehr interessant ist, der Punkt eigenes Zimmer. Jetzt, wo wir mehr Raum haben, im Tiny House waren die praktisch nicht vorhanden. Jetzt haben wir zwei. Und ehrlicherweise nutzen unsere Kinder die so lala. Ja, wenn man es mal ganz hart sieht, halten sie sich darin vielleicht eine halbe Stunde auf, schlafen nicht darin, sind eher da unterwegs, wo Mama und Papa auch sind. Also im Wohnbereich, im Küchenbereich, im Garten, also da, wo das Leben so ein bisschen tobt und wo wir alle zusammen sein können. Und das bestätigt so ein bisschen unsere Vermutung, dass es auf der einen Seite natürlich gut ist, sich so ein bisschen auf die Zukunft vorzubereiten, dass sie eben ihren Rückzugsraum haben und auch einfordern können. Dass aber diese Denke, jedes Kind braucht ein eigenes Zimmerchen, eher so eine stark konservative Haltung ist, die in unserer Gesellschaft sehr ausgeprägt ist. Also man tendiert immer dazu, die Kinder irgendwo zu verfrachten, sie allein zu lassen. Dabei brauchen Kinder nicht immer nur ein eigenes Zimmer oder ganz viel Spielzeug, sondern Liebe und Zuneigung und auch das Gefühl, dass man sich einfach mit ihnen beschäftigen will. Das ist so viel wichtiger. Wenn ihr wirklich Wert auf ein intaktes Familienleben legt, dann nehmt die Kinder ruhig öfters mal an die Hand. Traut euch was zu. Zeigt ihnen euer Leben, euren Alltag, ja, integriert sie einfach mehr in euer Leben und zeigt ihnen vielleicht auch mal so ein bisschen den Lifestyle, den ihr geführt habt, bevor ihr die Kids bekommen habt, um sie wirklich voll und ganz zu integrieren. Denn nichts ist besser, ist effektiver, als ihnen das Gefühl zu geben, dass sie gewollt sind. Das ist ein großer Unterschied und sie geben euch unglaublich viel zurück. Kinder sind anstrengend, es ist auch mal stressig, auch bei uns mit drei Kids. Wir können wirklich aus Erfahrung sprechen. Dafür sind wir Eltern aber auch irgendwie ein Wegweiser für unsere Kinder, um ihnen auch zu zeigen, wie bunt und quirlig das Leben eben sein kann, mit allen Werten, die dazugehören. Wir haben zum Beispiel am letzten Wochenende unseren Kids gezeigt, was Mama und Papa so getrieben haben, als sie noch nicht auf der Welt waren. Es ging nämlich gemeinsam als Familie aufs Holi Festival. War gut. Ich habe übrigens noch ein frisches Update für euch. Erinnert ihr euch noch so ein bisschen fern? Wir hatten damals im Tiny House ein sehr großes Problem mit dem Kalk im Wasser. Und das Problem hat sich bis heute leider nicht in Luft aufgelöst. Dabei ist Wasser absolut lebensnotwendig, vor allem wenn man es als Trinkwasser zu Hause verwendet, so wie wir. Wir haben nur mit der Zeit immer schlechtere Haut bekommen, Neurodermitis, viel trockene Haut. Also alles, was man so bekommen kann, wenn Kalk im Spiel ist. Und umso mehr freut es mich einfach, dir heute, wie gesagt, ein Update dazu lassen, wie wir das Problem ein für alle Mal aus der Welt schaffen wollen, weil damals schon recht viele neugierig waren, wie unsere Lösung ausschaut, und die möchte ich dir jetzt vorstellen. Nach langem Hin und Her recherchieren haben wir uns endlich zu einer Lösung aufrappeln können. Wir haben nämlich die Osmoseanlage OsmoFresh hier verbaut und du musst kein Gas-Wasser-Installateur sein, um die auch in Eigenregie bei dir zu Hause einzubauen. Gehört natürlich ein bisschen Zeit dazu, aber es hat, wie du siehst, doch ganz gut geklappt. Im Lieferumfang enthalten waren ein paar Schläuche, Schrauben, das Herzstück, die Osmoseanlage selbst, sowie ein 3-in-1 Kalk-Sediment-Aktivkohlefilter und ein Nachfilter. Nachdem ich die Anleitung dann recherchiert habe, fing ich dann an, die Anlage zu montieren, was ein bisschen tricky war, weil der Platz
hier in der Spüle echt knapp bemessen war. Aber nach knapp unter 2 Stunden war dann auch alles fertig verbaut. Was wir übrigens ganz smart finden, bei den meisten Osmoseanlagen habt ihr immer so einen kleinen Osmosehahn neben dem Haupthahn. Hier haben wir einen Wasserhahn, also 2 Hähne, aber integriert, sodass ihr Leitungswasser und Osmosewasser zapfen könnt. So spart ihr euch eben das Bohren eines zweiten Loches in der Spüle, ob jetzt Edelstahl oder Keramik, wie wir es hier haben. Kleiner Hinweis noch, falls ihr jetzt mal die Werte eures Wassers checken wollt oder den Verbrauch über so eine Osmoseanlage, dann ist die App OsmoFresh wirklich pfiffig. Ihr bekommt zum Beispiel auch eine Info darüber, wann der nächste Filterwechsel ansteht. Es muss übrigens nicht der gesamte Filter gewechselt werden, sondern nur das Inlay. Und das macht die Anlage insgesamt sehr ressourcenschonend. Das gilt übrigens auch für die Osmoseanlage. Die Haltbarkeit liegt hier bei 3 bis 6 Jahren. Üblicherweise sind so 1 bis 2 Jahre. Und was auch ganz wichtig ist zu wissen, wenn ihr aus Leitungswasser Osmosewasser macht, mit so einer Anlage entsteht immer ein gewisser Anteil Abwasser. Aktuell läuft das Abwasser noch in die Abwasserleitung. Das haben wir hinten alles soweit erstmal fix verbaut. Allerdings kann der Schlauch einfach rausgelöst werden und wir wollen dann dieses Abwasser auffangen und für die Blumen verwenden. Was uns damals besonders wichtig war und dich vielleicht auch brennend interessiert, was filtert eigentlich diese Anlage genau aus dem Trinkwasser, was wir vielleicht nicht im Wasserglas haben wollen? Zum einen natürlich das Kalk, das wird rausgefiltert. Viren, Bakterien, Fluorid, Nitrit, Nitrat und auch Medikamentenrückstände. So, und jetzt machen wir mal den ultimativen Geschmackstest. Wir füllen einmal Leitungswasser ab und einmal Osmosewasser. Die Anlage schafft übrigens 1,6 Liter Osmosewasser in der Minute. Reicht ganz gut aus, um über den Tag zu kommen. Ja, Qualität braucht eben seine Zeit. So, und jetzt probieren wir mal Glas Nummer 1. Ja, okay. Üblicherweise unser Leitungswasser. Wir sind es gewohnt, das Kalk schmeckst du einfach raus. Und jetzt probieren wir mal das Glas Nummer 2. Es wird mit Sicherheit das Osmosewasser sein. Krass. Man schmeckt raus, dass da einfach kein Kalk enthalten ist, so wie es sein soll. Ja, das ist einfach ein großer, großer Unterschied. Und es schmeckt sehr klar, sehr weich, wie man es von Osmosewasser kennt, wenn du schon mal probiert hast. Und irgendwie so ein bisschen wie gereinigt von allem, was da nicht reingehört. Oh ja, kann was. Ich nehme noch mal ein Schlückchen. Unsere Langzeiterfahrung wollen wir dann gemeinsam mit euch teilen auf unserem Instagram-Profil. Schaut gerne mal vorbei. Uns interessiert vor allem, wie sich unsere Haut verändert durch den Einsatz des Osmosewassers jetzt hier im Alltag. Und ja, diese Erfahrung möchten wir gerne mit euch teilen und auch weitergeben, damit ihr einfach seht, was möglich ist. Alle wichtigen Infos zur Osmoseanlage OsmoFresh packe ich dir nochmal geballt in die Videobeschreibung, wie auch einen sehr attraktiven Rabattcode, mit dem ihr ein bisschen Geld spart fürs nächste Familieneis oder den nächsten Ausflug. Teilt gerne auch eure Erfahrung mit uns, wenn ihr schon eine Osmoseanlage im Betrieb habt. Das interessiert nicht nur uns, sondern vor allem auch viele andere Menschen, die sich Tag für Tag mit diesem Kalkproblem rumschlagen müssen. Vielen Dank schon mal fürs Zeitnehmen. You got the white knuckles holding on a tie, keeping your feelings bottled up inside. Uns wurde übrigens noch eine zweite interessante Frage gestellt, nämlich, was stört uns heute im Vergleich zu unserem Leben damals im Tiny House? Ich würde sagen, es ist nichts Materialistisches oder irgendwas, was uns jetzt direkt stört. Es ist eher so diese gefühlte Wahrnehmung in unserer Gesellschaft, dass sobald du Kinder in die Welt setzt, du dich zu vergrößern hast, sodass man sich diesem Druck beugt, hey, ich habe jetzt Kinder, ich muss ja größer werden, weil das so erwartet wird in unserer Gesellschaft. Und weil das eben so ist, muss ich das eben auch so tun und mich dem hingeben. Ich denke, absolut niemand sollte darüber urteilen dürfen oder sich eine Meinung bilden dürfen, wie viel Wohnfläche für dich ausreichend ist oder für euch als Familie. Diese Freiheit oder diese Entscheidungsfreiheit solltest du allein selbst treffen, ohne jegliche Fremdeinwirkung. Denn nur dann, wirklich nur dann, kannst du frei sein und vor allem glücklich in deinen 4 Wänden, egal wie viel Wohnfläche du am Ende hast. Und auch ein Haus, beziehungsweise vor allem ein Haus, muss doch nicht für die Ewigkeit bestimmt sein. Was ist, wenn sich die Umstände ändern, wenn du dich irgendwo nicht mehr wohlfühlst an einem Ort oder ja, es sich einfach nicht mehr richtig anfühlt? Wie lange es halten wird, wie lange es funktionieren wird, keine Ahnung, aber das ist doch eben der Reiz, genau das herauszufinden für sich, für uns herauszufinden.
Wir gehen im Alltag meist ganz tief in unser Bauchgefühl. Bekommen wir ein positives Signal, dann gehen wir den Schritt. Bekommen wir ein Signal, was uns nicht so gut gefällt oder sich irgendwie nicht richtig anfühlt, orientieren wir uns um. Wie ist es eigentlich bei euch? Habt ihr auch schon mal so richtig bei Null angefangen, alle Zelte abgebrochen und ganz genau gewusst, mit hundertprozentiger Überzeugung, dass diese Entscheidung die absolut richtige ist, auch wenn alle anderen um euch herum vielleicht ein bisschen anderer Meinung waren? Lasst mal lauschen eure Gedanken und zeigen, wie mutig ihr dem Leben da draußen so begegnet. Zum jetzigen Zeitpunkt fühlen wir uns echt wohl und wollen am Status quo auch nichts ändern. Aber wir haben gemerkt, dass wir uns echt leichter fühlen, wenn wir nichts in Stein meißeln und noch weniger von gesellschaftlichen Normen irgendwie leiten lassen, die immer auch ein wenig das widerspiegeln, was die Menschen selbst stört und womit sie im Alltag einfach auch total unzufrieden sind. Kennst du eigentlich schon unseren Instagram-Account? Auch dort findest du regelmäßig Veröffentlichungen und Inspirationen zu den Themen Minimalismus, finanzielle Freiheit, Selbstversorgung, unser Lieblingsreiseland Schweden und natürlich alles, was du brauchst, um dein Leben freier und auch selbstbestimmter zu gestalten. Besuche auch gerne unseren kleinen Zero-Waste-Shop, der dir dabei hilft, deinen Alltag mit praktischen Gadgets nachhaltiger zu gestalten. Wir freuen uns sehr über deinen Besuch und jetzt geht's weiter mit dem heutigen Video. Wir Menschen, du und ich, haben alle nur ein einziges Leben und es wäre aus unserer Sicht völlig fatal, wenn man sich auf etwas einschießt und es knallhart durchzieht, ohne dabei seine Verlangen, seine Sehnsüchte, seine Wünsche auch irgendwie zu berücksichtigen, ja, die sich mit der Zeit auch natürlich ändern oder auch anpassen können. Und wer weiß, wann einem das eigene Bauchgefühl so den nächsten Weg lotst oder das nächste Kapitel im Leben. Eine Info haben wir noch für euch. Demnächst geht's für uns in eine kleine Sommerpause, aber keine Sorge, so weit geht's nicht weg. Wir nehmen euch natürlich mit auf Instagram und es geht nach Schweden zum Midsommerfest. Wir freuen uns wie Bolle drauf, wird eine gute Zeit werden und wenn ihr Bock habt mitzukommen, dann wisst ihr ja, wo ihr uns findet. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns.